Wir bringen einen Bericht zur Landtagssitzung. Die erste Aktuelle Stunde, eingebracht von der ÖVP, behandelte das Thema Mindestsicherung. Eröffnungsredner Anton Erber, Abgeordneter der ÖVP, hielt fest, dass der Beschluss im Jahr 2017 zur Mindestsicherung vom Verfassungsgerichtshof in zwei Punkten aufgehoben worden sei. Nun, geschätzte Damen und Herren, aber an der grundsätzlichen Problematik hat sich ja dadurch nichts geändert. Und zwar unserer Meinung der Niederösterreichischen Volkspartei ist es wichtig, dass wir uns auch dazu bekennen, dass Arbeit weit über das Monetäre einen Wert darstellt. So ist Arbeit dafür verantwortlich, dass man zu einer sozialen Gruppe gehört, und für viele auch eine Notwendigkeit, dass Arbeit dazu dient, auch einen geordneten und geregelten Zeitablauf ins Leben zu bringen und damit ein strukturiertes Leben verbringen zu können. Das Wesentliche ist, wenn jemand arbeiten geht und kriegt da sozusagen auch Aufforderungen zur Zahlung für Sozialversicherung, dann ist er nicht zufrieden, wenn er sieht, ich zahle ein und der andere kriegt mehr raus, obwohl er nicht arbeitet. Und das führt dann auch leider zu extremen Wahlverhalten, und das ist schon was, wo wir eine neue Gerechtigkeit brauchen. Gerecht soll sie sein, die Mindestsicherung. Wer kann dagegen gegen eine gerechte Lösung schon etwas haben? Tatsächlich aber, und das haben wir jetzt auch wieder gehört, tatsächlich aber wird die Debatte über die Mindestsicherung meist im Kontext von Zuwanderung und im Kontext von Missbrauch geführt. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist weder zielführend, noch ist es gerecht. Gerecht ist es nämlich nicht, wenn wir gesellschaftliche Gruppen, nämlich jene, die einen Beitrag leisten können und jene, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht können, gegeneinander ausspielen. Colini führte weiter aus, dass NEOS die Mindestsicherung nicht als soziale Hängematte sehe, sondern als Sprungbrett in die Beschäftigung. Außerdem wünscht sich Colini eine bundeseinheitliche Lösung. Weil es kann ja nicht sein, dass jedes Bundesland da vor sich her eine eigene Lösung zimmert, die zum Teil nicht verfassungsrechtlich hält. Und dass wir hier unterschiedliche Regeln, je nachdem haben, wo die Menschen hier wohnen in diesem Land. Und das ist nicht richtig. Helga Krismer, Abgeordnete der Grünen, betonte, man habe die Neuregelung der niederösterreichischen Mindestsicherung durchgebracht, in dem Wissen, vorsätzlich Verfassungsbruch zu begehen. Es waren nicht nur die Grünen, die sie sachlich in vielen, vielen Gesprächen darauf hingewiesen haben, dass wir ins offene Messer laufen. Es sind Regierungsmitglieder auch der ÖVP aus dem Westen gewesen, die sie an den Kopf gegriffen haben, was hier in Niederösterreich passiert. Und sie haben es aus Wahlkalkül Menschen aufhetzend in Kauf genommen, in diese Landtagswahl zu gehen in der Form und auch in die Bundeswahl zu gehen in der Form. Ich habe gehofft, dass heute auch die Regierungsparteien schon sagen, in welche Richtung es gehen wird, wie kann man das reparieren. Da sind sie schuldig geblieben. Insofern freue ich mich, wenn bald irgendwann, was die Menschen brauchen, ein neues Gesetz in den Landtag kommt und man das dann debattieren kann. Der Klubobmann der FPÖ, Martin Huber, sagte, dass es bei der Aktuellen Stunde um Gerechtigkeit für unsere Landsleute gehe und man als Abgeordneter die Aufgabe habe, die Weichen dafür zu stellen. Aber was hat sich jetzt entwickelt? Wenn man sich die Landesseite ansieht zum Thema bedarfsorientierte Mindestsicherung, erfährt man, dass man die Ansuchen mittlerweile in 21 Sprachen herunterladen kann. Ich glaube, da ist einiges schiefgegangen, wenn wir als bedarfsorientierte Mindestsicherung für 21 verschiedene Sprachgruppen anbieten. Ja, wichtig ist, dass man bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung wieder auf das zurückkommt, woher für sie geschaffen wurde, von Österreichern für Österreicher. Ich glaube, das ist die Aufgabe, dass wir eine gerechte Lösung für unsere Landsleute sicherstellt. Und ich bin da eigentlich guter Dinge mit unserer Bundesregierung, dass es hier eine bundesweite Lösung gibt. Der Abgeordnete der SPÖ, Hannes Weninger, führte aus, dass es darum gehe, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Wenn man etwas reformieren wolle, dann dürfe das nicht zu Lasten von jemandem gehen. Man sei vielmehr aufgerufen, etwas positiver zu gestalten. Wenn Sie etwas positiver werden würdet, dann könnte man vielleicht auch den einen oder anderen Punkt gemeinsam ernsthaft diskutieren. Nur auf dieser Basis geht es leider nicht. Wir werden in der Debatte nur weiterkommen, wenn es uns gelingt, endlich zu begreifen, dass soziale Sicherungssysteme ein wesentlicher Baustein, eine wesentliche Säule unserer Gesellschaft sind. Sogar der Internationale Währungsfonds
das ist nicht wirklich ein Hort, ein linker Gesellschaftsveränderer, hat festgestellt, dass nur soziale Sicherheit, auch mit dem Aufbringen der entsprechenden Mittel, auch die den Wirtschaftsstandort tatsächlich stärken kann. Und ich habe gedacht, wir sind schon viel weiter in dieser Republik, dass solche Dinge außer Streit gestellt werden. Soweit unser Bericht zur Aktuellen Stunde Mindestsicherung. Einen Bericht zur zweiten Aktuellen Stunde über die Kürzungen der Mittel für das AMS im Bundesbudget bringen wir in der nächsten Ausgabe von N1.